Veranstaltung. Wenn man sich die Durchschnittsbevölkerung anschaut, sind wir ca. bei 117% von der Norm, also quasi 17% drüber. Das ist ein guter Wert. Guten Morgen hier von der österreichischen Autobahn. Heute in diesem Video schauen wir mal, ob ich überhaupt schon fit genug bin, ein richtig guter Motorradfahrer zu sein. Denn ich bin auf dem Weg vom Fetti zum Athlet. Schauen wir mal, ob ich schon ein Athlet bin oder ob ich immer noch zu viel Körperfett habe. Seid ihr gespannt? Es wird ein spannendes Video, auch eine spannende Sache für mich. Ich habe keine Ahnung, habe sowas noch nie gemacht. Wir gehen zu der Firma HPC in Österreich bei St. Pölten zum Leistungstest, zur Leistungsdiagnose auf dem Fahrrad und machen einen knallharten Stufentest mit Laktattest und so weiter und so fort. Ich glaube, ich kenne mich da gar nicht so genau aus. Am besten einfach dranbleiben, dann finden wir raus, was wir da alles genau machen und wie man so einen Körper wie beim Motorrad mit dem Data Recording tatsächlich analysiert. Bis gleich. Du wirst dich wahrscheinlich wundern, was ich auf so einem komischen Fahrrad in so einer komischen Situation mit einer komischen Maske total ausgepowert vorhab. Und wirst wahrscheinlich denken, Alter, das ist doch noch überhaupt kein Sportler, der ist immer noch richtig fett. Ja, aber du hättest mich mal vor 2 Jahren sehen sollen. Kurz zum Thema zurück. Ich bin normalerweise Motorrad-YouTuber. Ich will mich nicht YouTuber nennen. Okay, ich mache Motorrad-Content im Bereich Motorradrennstrecke und im Motorradrennstrecke ist es extrem wichtig, richtig fit zu sein, was immer noch viele nicht glauben wollen. Wir versuchen mit Motorrädern so schnell wie möglich im Kreis zu fahren, um schnelle Rundenzeiten zu generieren und um den anderen zu zeigen, wie viel besser wir sind als sie. Das will zwar keiner zugeben, aber es ist letztendlich die Wahrheit und um richtig schnell Motorrad fahren zu können, braucht man natürlich ein gutes Motorrad und gute Teile, das beste Fahrwerk, die besten Reifen und das Fitnesslevel. Tja, viele denken, das kann man vernachlässigen. Trinken viel Bier, rauchen Zigaretten, habe ich früher auch alles gemacht, weiß ich, kenne ich aus Erfahrung. Bloß das hat sich Stück für Stück geändert. Im Laufe der Zeit bin ich vom Kopf her immer schneller geworden, weil ich mehr wusste, wie ich das Motorrad richtig bediene und richtig mich zu verhalten habe. Und das Auge hat sich trainiert für die richtige Geschwindigkeit und so weiter. Bloß, als ich Anfang 2021 festgestellt habe, dass mein Kopf viel schneller ist als mein Körper, habe ich gesagt, jetzt muss ich was ändern. Und somit habe ich angefangen, als erstes nur Bier und Alkohol wegzulassen. Was ein großer Step war. Ich war zwar kein Alkoholiker, aber so als Niederbayer, ich meine, 2 Bier am Tag ist doch normal, oder? So Grundnahrungsmittel. Ist ein Problem, weil ab 30, und ich bin 32, geht es bergab oder bergauf im Gewicht. Und das habe ich halt festgestellt und habe festgestellt, ich bin immer fetter geworden und dabei habe ich immer mehr gefressen. Und dann habe ich gesagt, so, stopp. Ich habe aufgehört, Bier zu trinken, ich habe aufgehört, Alkohol zu trinken, ich habe weniger gegessen, beziehungsweise ich habe so ein bisschen einfach die süßen Sachen weggelassen. Also so, oder ich habe kleinere Portionen gegessen. Und zudem habe ich angefangen, so ein bisschen Sport zu machen. Ich bin gerne wandern gegangen, ich bin gerne Fahrrad gefahren und so weiter. Der Vorteil, und jetzt kommt das Gute an der Sache, wenn man das so mal 4, 6, 8 Wochen durchzieht, dann stellst du abrupt eine Besserung fest, also in jeglichen Lebensbereichen, nicht nur in deinem Hauptsport, wie jetzt bei mir Motorrad-Motorsport, sondern in allen. Du fühlst dich wie ein besserer Mensch. Du atmest dich leichter, du gehst die Treppe leichter rauf, du arbeitest leichter, du schläfst besser, du hast bessere Ruhepuls, du fühlst dich einfach wohler. Und dann fängst du an, in einen gewissen Bereich reinzukommen, wo du sagst, das macht Laune. Und irgendwann bist du so gut, dass du sagst, ich will das jetzt nicht mehr wegschmeißen. Und dann machst du immer weiter. Und mir hat es nicht nur menschlich viel geholfen im Alltag, sondern eben auch im Motorrad-Motorsport. Ich möchte behaupten, die letzten 1,5 bis 2 Sekunden haben mich nur durch Sport, also habe ich nur durch Sport geschafft. Und für mich macht das Fahrrad am meisten Sinn, es macht mir am meisten Spaß, weil ich das verbinden kann, indem dass ich von A nach B fahre, Geschwindigkeit in einem gewissen Bereich habe, speziell mit dem Rennrad, und ich konstant
Leistung erbringen kann oder mir die Dauer aussuchen kann, die Strecke aussuchen kann, den Fahrtwind spüre und ja, und auch so ein bisschen technikverliebt sein kann mit dem Fahrrad. Also macht ja auch Spaß. Und das geht irgendwann so weit, dass du feststellst, du kommst in so eine gewisse Szene rein, wo lauter Verrückte sind. Wie gut ist der, wie gut ist der, wo kann man sich messen? Und dann habe ich angefangen, mich jetzt das erste Mal für einen Fahrradmarathon einzubuchen, im September, Kufsteiner Land, um mal zu schauen, wo bin ich denn hier? Weil ich doch ein paar Kilometer fahre. Ich fahre so ca. 200 bis 300 Kilometer pro Woche und macht mir Spaß. Im Winter sitze ich da hinten auf der Rolle oder fahre in Spanien, je nachdem. Und da waren wir jetzt auf dem Leistungsmessgerät bei einem Sponsor von mir und dem sein Partner in St. Pölten in Österreich. Und die haben gesagt, hey Matthias, komm mal vorbei, wir messen dich mal, wir schauen mal, wo deine Defizite sind und vor allem sehen wir mal, wo du gut bist. Und dann habe ich mir so ein bisschen gegoogelt, Stufentest, Leistungsdiagnose, ah okay, so ein bisschen so, mal zu sehen, wie geht denn das? Wir haben dann auch mittels Atemgase die V2 Max bestimmt. Wir haben jetzt erreicht 45,75 Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Ich habe es eh vorher schon gesagt, das ist mehr oder weniger die Menge Sauerstoff, die du aus der Atemluft rausfilterst, über das Herz-Kreislauf-System dann zur Muskulatur transportieren kannst und dort dann verwerten kannst. Je höher das ist, desto besser in der Regel. Ist ein bisschen das Bruttokriterium für die Ausdauerleistungsfähigkeit, aber ist nicht alles. Also das ist auch ganz wichtig zu sagen, weil für viele ist das der Parameter. So und wo kann man den einschätzen, den Parameter? 45 Milliliter pro Minute? Also wenn man sich die Durchschnittsbevölkerung anschaut, sind wir ca. bei 117% von der Norm, also quasi bis 17% drüber. Das ist ein guter Wert. Und das ist gar nicht so unanstrengend, muss ich sagen. Erstmal ne, auf dem Stand fahren mit ein bisschen Ventilator ist immer anstrengender als draußen fahren, weil die Bewegung einfach fehlt. Und nur mal, dass ihr mal einen Einblick habt, wir haben einen Stufentest gemacht, wo alle 3 Minuten die Wattleistung um 20 Watt erhöht wird vom Computer, von der Rolle, auf der man sitzt. Und da ist zwar mein Fahrrad drauf, aber die Rolle, der Computer gibt die Leistung vor. Und das startet mit, wir haben mit 100 Watt angefangen. Dabei werden alle 3 Minuten, wo sich die Stufe steigt, Blut abgenommen hier vom Ohr, um den Laktatwert festzustellen. Also mir ist jetzt schon 3-mal erklärt worden, ich weiß es immer noch nicht genau, was Laktat ist. Ich nenne es mal, das ist ein Hormon, das produziert wird, anhand dessen, ob du Kohlenhydrate oder Fettverbrennung bist. Und wie übersäuert deine Muskulatur ist. Daran kann man erkennen, wie fit das jemand ist. Umso früher du quasi in dieses, berichtigst mich, wenn es nicht stimmt, umso früher du in diesen Laktatwert reinfährst, der hochgeht, desto schlechter. Also wir haben circa bei 2 Millimol Laktat haben wir so, ich sage jetzt einmal, Steady State erreicht. Also du warst dann wirklich da, wo du wahrscheinlich draußen dann auch bist, wenn du jetzt im Training fährst. Wir haben da dann die Trainingsbereiche. Da ist es so, dass bei dir auf jeden Fall so ist, dass du viel in den Grundlagen aus der 1-Bereich machen musst. Es ist nämlich so, dass deine Laktatkurven, die zeige ich dir dann noch, relativ schnell ansteigt, also eigentlich gleich sofort. Die sollte da eigentlich am Anfang mal so Baseline bilden und dann erst ansteigen. Das ist aber einfach deswegen, weil du, wie so viele, wahrscheinlich ein bisschen zu intensiv trainierst. Und halt auch durch den Motorradsport, wo du halt auch immer im richtig intensiven Bereich bist, halt immer im höheren Stoffwechselbereich bist. Und das gilt es einfach zu trainieren, dass du in der Grundlage stabiler wirst, also quasi das Fundament setzt und darauf aufbauend dann mehr oder weniger die anderen Bereiche trainierst. Also für die gilt jetzt langsam, locker, da wird man nämlich auch besser, das können die wenigsten. Und das wird jetzt mal das vorrangige Ziel auch für dich fürs Training sein. Okay. Wir haben bei mir eine Fettmessung gemacht. Ich hatte 18% Körperfett noch. Also das ist noch relativ viel, obwohl man das jetzt hier vielleicht nicht so sieht, aber das ist durchaus vorhanden. Und von dem her will man natürlich maximal Fettverbrennung haben. Und was man bei dem Test im Endeffekt festgestellt hat, nachdem die Leistung hochging, dass mein Körper relativ schnell von dieser Fettverbrennung raus war und sofort auf die Kohlenhydratspeicher gegriffen hat. Und das war ein Trainingsproblem.
das war im Endeffekt das Resultat dieser Messung. Und das liegt daran, dass ich immer zu schnell trainiert habe. Also insofern, ich hatte Bock drauf. Ich hatte Bock, quasi einen 30er Schnitt zu fahren. Das erste Mal 30er Schnitt auf eine Stunde, das erste Mal 30er Schnitt auf zwei Stunden, das erste Mal 30er Schnitt auf drei Stunden. Juhu! Aber ich bin halt immer am Anschlag gefahren oder zumindest an einem sehr hohen Level in der zweiten Schwelle. Und das gibt mir zwar, trainiert zwar die Muskulatur und trainiert zwar den Sauerstoffdurchsatz, der bei mir mit einem V2 Max von 45, knapp 45 oder knapp 46 gar nicht so schlecht war. Also 17% über den männlichen Durchschnitt liegt. Somit sieht man schon, dass ich viel Sport gemacht habe. Aber durch das, dass meine Sauerstoffaufnahme bzw. Die Fettverbrennung im unteren Leistungsbereich zwar vorhanden war, aber sobald ich ein bisschen mehr Leistung gegeben habe, sofort weg war. Und das war eigentlich das Beispiel dafür, dass ich zu hart trainiert habe. Unserem Sport auch ein bisschen geschuldet. Im Motorsport ist es so, du gehst aufs Motorrad rauf und gibst gleich volle Leistung, körperlich. Und somit muss der Körper immer sich trainieren auf diese Vollleistung, also lernt er schnell Kohlenhydrate zu verbrauchen. Zusätzlich bei uns hier beim Fahrradfahren ist es so, dass ich viel Hügel habe und immer bergauf fahren muss, egal in welche Richtung ich fahre, und somit auch relativ, ich immer viel Leistung fahren muss. Also wenn wir sie das mal anschauen, bis maximal 140 Puls. Mhm. Also da solltest du jetzt bei den lockeren Grundlageneinheiten nicht drüber kommen. Mhm. Und da hast du quasi für dich jetzt, für dein Profil, sag ich mal, den größten Benefit. Mhm. Okay. Weil du durch die verbesserte Grundlagenausdauer mehr auf den Fettstoffwechsel zugreifst, du regenerierst schneller. Das merkst du dann auch zwischen den einzelnen Runs, dass du einfach schneller mit runterkommst. Mhm. Und deine Fitness wird einfach langfristig davon profitieren. Mhm. Das macht dich einfach als Motorradfahrer viel leistungsfähiger. Du bist nicht gleich nach jedem Turn fertig. Das ist eh schon besser. Viel besser. Man, das war ganz schön. Das Ende vom Lied war, danke Clemens und Andreas dafür, ich kann mich jetzt verbessern, indem dass ich weniger Leistung gebe. Also ich muss jetzt quasi versuchen, meine Grundlagenausdauer insofern zu verbessern, damit mein Körper mit irgendwann mehr Leistung weniger Kohlenhydrate verbraucht und mehr Fett verbrennt. Damit ich quasi mehr Energie zur Verfügung habe. Und das wäre jetzt das Ziel. Sie sagen, das ist eine gute Voraussetzung, ein gutes Potenzial, weil es ist jetzt einfach relativ einfach, mit leichtem, wenig intensivem Training, dafür langem Training, Leistung zu generieren. Und das ist jetzt mein Ziel. Ich muss jetzt quasi langsamer fahren, mit weniger Leistung, Puls maximal 140, 135, 130, 140, irgendwo bei 100, 120 Watt meiner verfügbaren Leistung. Und eigentlich einfach. Die Frage ist nur, wie lange dauert das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, halte ich euch dahingehend einfach länger auf dem Laufenden und mit einem neuen Video. Aber ihr habt ja jetzt hier schon ein paar Einblicke gesehen, wie das so war, was ich für Leistungen erbracht habe und so weiter und so fort, wie das Ganze abläuft. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der Motorsport oder irgendeine andere Sportart macht und dazu einen Ausgleich braucht, eine Ausgleichssportart, die auch nichts kostet oder wenig kostet, die man eigentlich immer machen kann. Auf jeden Fall mal so einen Stufentest zu machen, um sich quasi mal zu erkundigen, wo stehe ich, was kann ich gut, was kann ich nicht gut und was ist mein Trainingsplan, mein persönlicher. Weil die Eigeneinschätzung ist schwierig. Ich dachte, ich bin eigentlich so ein Ausdauertyp. Nach dieser Leistungsmessung weiß ich, ich bin eigentlich kein Ausdauertyp. Zumindest von meinem Trainingsprofil her nicht. Von dem her, meldet euch gerne mal beim Clemens und beim Andreas. Unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Wenn ihr aus Österreich seid, umso einfacher. Wenn ihr aus Bayern seid, auch einfach. Auch die Deutschen haben nicht ganz so weit nach Österreich, nach St. Pölten. Ist auf jeden Fall eine gute Investition, mal da rein zu investieren und zu sagen, ich will mal schauen, wo ich bin. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und ciao.